Ja, vielen herzlichen Dank. Aber ich höre, das Mikrofon funktioniert auch. Sehr gut. Also mein Name ist Jagoda Fröhr, nur noch kurze Korrektur, aber das macht gar nichts. Also ich bin erstmal wahnsinnig froh, dass so viele hier sind, auch ein bisschen überwältigt. Ich habe wirklich gedacht, ach cool, hier hinten in Stage 6, da kommt ja dann kaum jemand und meine Generalprobe geht so klammheimlich über die Bühne. Aber naja, gut, machen wir das Beste draus. Ja, also ich möchte heute, mein Ziel ist, dass einige von euch hier rausgehen hinterher und dann eben sagen, okay, diese steile These, oder vielleicht seid ihr auch deswegen hier, warum sollte ich mein Kind Shooter spielen lassen? Naja, okay, vielleicht ist die ja gar nicht so steil, vielleicht ist das ja gar nicht so provokativ und einfach reißerisch, wie es da so steht. Und dafür werde ich das Pferd von beiden Seiten aufzäumen. Ich schaue mir Shooter an und ich schaue mir Roblox an. Und da ihr heute hier seid, gehe ich auch einfach davon aus, also entweder ihr habt Kinder oder vielleicht wollt ihr mal Kinder oder ihr kennt Leute, die Kinder haben oder mal Kinder haben wollen oder vielleicht seid ihr auch aus pädagogischem Interesse hier, weil ihr irgendwie plant, keine Ahnung, in eurem Sportunterricht Call of Duty-Elemente einzubauen. Nächstes Jahr vielleicht, mal gucken. Wie auch immer, also darum wird es dann sozusagen nicht gehen. Ganz kurz zur Frage, was qualifiziert mich denn jetzt überhaupt hier zu stehen, hier so vor euch, vor so vielen schlauen, tollen Menschen, und darüber dieses Thema zu sprechen. Und also einerseits beruflich berate ich Jugendliche hinsichtlich ihrer Berufswahl, habe ich schon so ein bisschen Kontakt. Dann habe ich Videospiele gespielt, noch bevor ich Deutsch sprechen konnte. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich bin Mutter eines 12-jährigen Sohnes. Und wenn man Mutter ist, ist man automatisch eins. Man ist automatisch auch Freundin und Ansprechpartnerin von anderen Müttern oder Vätern, die Fragen haben zu Videospielen. Und da habe ich eine interessante Beobachtung gemacht. Und zwar, die Fragen drehen sich immer um eines. Wie lange? Wie kriege ich das wieder weg? Wird es besser? Wird es weniger? Und was kann ich tun? Und darf ich das iPad im Restaurant da mitnehmen oder nicht? Und oh mein Gott, ich habe mir das ganz anders vorgestellt und jetzt habe ich hier zwei Kinder und jetzt lasse ich das vor dem Tablet hocken. Wie kann ich das sozusagen wieder normalisieren? Das heißt, es geht immer um das Thema, wie lange. Und sehr selten, fast nie, wird hinterfragt oder darüber gesprochen, um welche Spiele ich meinen Kindern vorsetze. Über die Gründe, warum das so ist, das wird sich im Laufe des Vortrags hoffentlich ergeben. Also ich zeige euch heute, warum das hier, Roblox, schlimmer ist als das. Oder das hier vielleicht sogar doch problematischer sein könnte als das hier. Aber ich habe noch was anderes gefunden. Auf keinen Fall schlimmer als das, weil das ist ein Fußballmaskottchen, das tanzt in Fortnite. Nein, das geht nicht. Gut. Oder mein persönliches Lieblingsbild, dieses hier. Warum das hier sehr viel weniger heile Welt ist als das hier. Das ist eine Szene aus Overwatch. Ja, was ist Roblox? Was ist das überhaupt? Nicht lang, nur kurz. Roblox ist wie Lego plus Minecraft. Der Witz daran ist, Minecraft ist eigentlich schon wie Lego plus Minecraft. Ja, also Minecraft ist schon Lego. Und, aber Roblox ist etwas, was noch vor Minecraft entstanden ist, nämlich im Jahr 2006, aber sich erst so 2015, 2014 rum langsam die Kurve nach oben genommen hat und an Popularität gewonnen hat. Im Gegensatz zu Minecraft ist es noch, also ich weiß nicht, ob Minecraft, ihr seht da ja das Bild, das ist schon wohl texturiert, Roblox ist noch hässlicher. Also wirklich über die Maßen hässlich, das muss man einfach so sagen, diese Figuren, das sind so komische Glätzchen, da hängt irgendwie alles schief und schäbs einfach dran. Aber was ist es noch? Das ist die aktuelle Liste, dazu komme ich nachher noch,
der Quartalszahlen von Roblox Corporated. Die haben hier ihre DAUs, also nicht, wie wir es kennen, dümmste anzunehmender User, sondern Daily Active Users. Und Daily Active Users, oh Moment, ich habe ja so ein, ah cool, es funktioniert, also hier 54,1 Millionen im Jahr 2022. Ihr seht, es gab einen raschen Anstieg hier, ne, 20, klar, Corona. Ja, da haben die einfach mehr gespielt. Jetzt ist sozusagen die Kurve, also die der prozentuale Anstieg wieder runtergegangen. Es sind trotzdem noch 54,1 Millionen jeden Tag. Das macht ungefähr 150 verschiedene einzelne aktive Nutzer monatlich. US-Markt ist der Hauptmarkt, 75% aller 9- bis 12-Jährigen haben Roblox auf einem Gerät installiert. Und für die GamerInnen unter euch, GTA, also Grand Theft Auto im Vergleich, ich habe jetzt nur Steam-Zahlen, das ist ein bisschen so schwer, das spielen 2,5 Millionen User pro Monat. Ja. Also das zweiterfolgreichste Spiel nach Minecraft der Welt. Eigentlich. Gut, woraus besteht Roblox? Aus Erfahrungen. Und zwar 11 Millionen. Ich habe auch Zahlen gefunden von 50, ich habe keine Ahnung. Aber um das ins Verhältnis zu setzen, das hier sind einzelne kleine Spiele. Roblox selbst nennt es aber nicht Spiele, sie nennt es Experience, Erfahrung. Ja, das ist natürlich viel cooler. Und auf jeden Fall, diese 11 Millionen Erfahrungen sind sozusagen User-Generated Content. Das haben ursprünglich mal Spieler für Spieler gemacht. Ach so, Kontext, genau. Netflix hat 6000 Serien und Filme. Da kann man sich doch auch eine lange Zeit mit beschäftigen. Okay, aber was ist das Besondere jetzt an Roblox? Warum ist es hier auch hier unter diesem schlechten Vorzeichen, warum man es doch nicht spielen lassen sollte? Roblox ist eine Plattform. Und eine Plattform, eben wie zum Beispiel Apple eine Plattform ist, mit seinem App Store für verschiedene Produkte, Netflix, TikTok. Und was auf einer Plattform passiert, alles. Ja? Diese Erfahrungen gibt es in jedem erdenklichen Genre. Man kann dort so gut wie alles spielen, was man möchte. Ich habe jetzt mal hier so ein bisschen, weil ich kann mir das gar nicht merken, das ist so absurd. Also es gibt Imkereien, Themeparks, klar, Pizzawänden, Spiele, Schaufeln von Schnee, die Benutzung einer öffentlichen Toilette, das Hinunterstürzen von Treppen, aber auch ganz klassisch einfach Rollenspiele, Sammelspiele, Puzzlespiele. Man kann Minecraft nachspielen, man kann GTA nachspielen. Es gibt einfach alles. Und nochmal auf den Ursprungsgedanken zurückzukommen, 2006, die Idee war, hey, wir machen ein Spiel, eine Plattform, unsere Spieler designen kleine Spiele für andere, die wir dann gemeinsam zusammen so zusammen spielen können. Das ist eine richtig schöne Idee eigentlich gewesen, dass man Kinder machen Dinge mit Kindern und haben natürlich auch dementsprechend ihren Blickwinkel und machen das, was sie schön finden. Leider kann man sich jetzt vorstellen, dass das spätestens mit einem Börsengang vielleicht doch nicht mehr ganz so naiv und lieb und harmlos ist mit, oh, die Spieler machen, was sind für Spieler, und dann gucken wir mal. Und zwar folgendes. Roblox hat nicht nur problematische Monetarisierungstendenzen, dazu komme ich gleich noch, sondern Roblox bewirbt aktiv, sucht nach Developern. Das nennt sich Roblox Studio. Das heißt, diese 11 Millionen Spiele oder vielleicht sogar 50 Millionen, die kommen ja nicht aus der Luft. Die muss irgendwer machen. Und es muss einen Anreiz geben, die zu machen. Wie will man unter 11 Millionen auffallen? Der Witz ist heute eigentlich gar nicht mehr. Ja. Naja, nicht ganz. Also man kann schon noch was machen. Man kann zum Beispiel Werbung kaufen. Man kann Werbung kaufen, dass man sich auf der Startseite von Roblox, dass man da dort das eigene Spiel promotet. Und warum sollte man das tun? Weil man die Möglichkeit hat, das, was man selber baut im Spiel, an den Kindern zu monetarisieren. Das heißt, dort Dinge einzubauen, die wiederum, die Ingame-Währung, komme ich gleich noch dazu,
muss ich mal kurz gucken, die Ingame-Währung zu verkaufen. Also Ursprungsgedanke und inzwischen ein bisschen gewachsen. Oh, so, von Spielern für SpielerInnen. Ja, und die Frage, wenn man so Content macht, millionenfach, ja, was soll da schon schief gehen? Ja, alles, ja. TikTok, Stichwort. Da gestern gab es den Herrn Dr. Pörksen, der gesagt hat, nach 40 Minuten eine Installation von TikTok hat man bereits die erste russische Propaganda gelesen dürfen oder Desinformation. So viel dazu. Und als Plattform ist hier genauso das Gleiche. Monetarisierung. Hier sehen wir ein Gucci-Handtäschchen. Wer würde, also in-game, 5 Euro? Ein? Nein? Also vielleicht so als Hinweis, Moment, das Original im analogen Leben kostet $3.400. Puh, ja. Und es gibt verschiedene Varianten, das ist die Bienenvariante. Die, also es erzielte so, $4.115, war also teurer als das Original. Wohlgemerkt, das ist kein NFT, was ich dann hinterher irgendwo mir in irgendwo reinpacken kann. Das ist einfach nur ein kopierbares Item. Naja, also man kann in Roblox die solche Items kaufen, man kann in Roblox Gesichtsausdrücke kaufen, man kann Körperteile kaufen, man kann sie rein durch auch selbst erstellen, es gibt auch einige gratis. Man bekommt, wenn man sich zum ersten Mal registriert, sofort was geschenkt, total nett, ich habe einen neuen Hut. Ja, die gibt es in der Preisspanne von Robux, das ist ja die Währung, die zeige ich euch gleich noch, Moment, da. Das sind Robux, die gibt es von 10 Robux, ich glaube 5 ist Minimum, also drunter geht es leider nicht, bis 100.000, 200.000. Also gibt es Leute, die dann noch sehr viel mehr ihre Items promoten. Und da gibt es Fans und Fangemeinden, die diese Dinge haben wollen. Diese 10.000 Robux, ich kann auch nicht sagen, wie viel Euro das sind. Keine Ahnung. iOS anders, ihr kennt es, iOS hat ja nochmal Gebühren. Kostet anders, als wenn du es direkt bei Roblox selbst kaufen willst. Es gibt auch natürlich Giftcards. Super praktisch. Also vielleicht ungefähr so 100 Euro. Also ich merke mir das immer so grob, dass ich 2 Nullen einfach wegstreiche. Dann komme ich ungefähr auf den Wert in Euro. Gut. Ach so. Dieses Gucci-Handtäschchen ist nicht nur einfach schweineteuer, sondern es ist das, was Roblox auch ausmacht, nämlich Kooperationspartner zu finden. Und zwar natürlich einfach in der Industrie. Es ist eine Plattform, die Mode vor allem verkauft. Gap ist auch zum Beispiel einer der Kooperationspartner. Ihr werdet super viel einfach Merchandise dort finden. Dort sind jetzt auch genauso, wie man es in Fortnite neulich hatte, mit Ariana Grande Auftritte geplant. Also all das Gleiche, was man auch woanders überall schon kennt. Dieses, zu Gucci komme ich auch gleich noch. Moment. Und zwar das hier. Das ist der Gucci Garden. Es gab eine Aktion, die ging 2 süße Wochen lang, in der es einen Gucci-Garten gab, der war offen. Irgendwie mit, dann konnte man so bestimmte Items kaufen. Ich habe es leider verpasst. aber es gab spezielle zeitlich begrenzte Items, die man erwerben konnte. Und im Internet gibt es dann sowas wie, das schafft ihr in 2 Wochen, wenn ihr die und die und die Dinge macht, diese Items euch zu beschaffen. Das hier, ich habe vollmundig, ich muss nur kurz schauen. Oh, okay. Ich habe vollmundig angeteasert. Das ist schlimmer als das da. Das andere. Also, das ist das Spiel. Okay, mir fällt es nachher wieder ein. Hier ist bestimmt irgendwo. Sitzt gerade die Aufregung. Adopt Me, jetzt ist es da. Und, bei Adopt Me, wenn man sich einloggt, das ist eines der beliebtesten Spiele auf Roblox. Man kann Tierchen sammeln und die züchten so Tamagotchi-mäßig. Wenn man sich einloggt, also ich habe es probiert, ich habe sofort Ingame-Geld bekommen. Das ist dieses hier, ja, dieses Dollarzeichen. Ich bekomme, wenn ich mich jeden Tag einlogge, natürlich noch mehr Geld. Und es wird immer mehr, wenn ich wirklich echt jeden Tag, bis zu 30 Tage übrigens. Und dann, wenn ich dann diese Sterne bekomme, bekomme ich noch irgendwas. Also ich muss da noch mal ein goldenes Ei oder irgendwie so.
Ja, also, da haben wir was, da habe ich hier oben, ich führe euch jetzt übrigens im Schnelldurchlauf durch alle sogenannten Dark Patterns, durch diese Monetarisierungs- oder Mechanismen, die dazu dienen, Geld zu erwirtschaften, aber nicht dem Spieler zu dienen oder der Spielerin. Ja? Dark Patterns, also sowas wie zeitlich begrenzte Angebote, FOMO, Fear of Missing Out, Verschleierungstechnik. Also sprich, ihr erinnert euch, Robux. Hier ist aber kein Robux, das sind 100 Bucks oder sowas. Das heißt, ich habe schon wieder eine Währung und muss nochmal umrechnen. Meine Güte, einige von uns rechnen doch bis heute noch Euro in D-Mark um. Ja? Wie soll man denn von einem Kind, ich sag mal, ab 6 wird das gespielt, erwarten, dass es auch nur ansatzweise die Dimension dessen begreift, wenn das die eine Umrechnung aber doppelt. So, und das passiert, wenn man nämlich Leute selber die Spiele machen lässt. Weil, was machen die? Wenn die da verdienen in diesem Spiel, bekommen sie es erst ab $1,000 ausbezahlt. Ordentlich. Oder sie investieren es in Robux und können sich dann selber ihre Items kaufen. Das ist super praktisch. Das heißt, wenn die Kinder kein Geld haben oder die Eltern doch nicht die Kreditkarte zücken oder sie sie nicht heimlich kopieren können, was auch total einfach geht, dann müssen sie halt selber Creator werden. Ist auch cool, weil es gibt so eine tolle Developer-Seite und das ist natürlich für Eltern auch sehr attraktiv. Ja, mein Kind spielt nicht. Mein Kind arbeitet kreativ, produktiv, es macht was. Ja? Und dann könnte es sowas bei rauskommen. Nein, sowas kann nicht mehr rauskommen. Denn inzwischen ist es soweit, dass das hat nicht ein Einzelner gemacht. Das machen Teams. Das machen Teams, wo teilweise Kinder einstellen. Das sind Teams, wo die teilweise 18, 20, 22 geworden sind und rekrutieren. Und jetzt habe ich gemerkt, bin ich echt zu langsam, weil ich habe den ganzen Shooter-Aspekt nicht. Das lasse ich. Content Creator, sorry. Aber das hier muss ich euch zeigen. Content-Moderation, Problem bei Roblox. 11 Millionen Spiele, wer soll das moderieren? KI versucht es, natürlich, kennen wir. Klassiker, Penis, Gay und irgendwas wird geblockt. Ja, gut, okay. Dieses Spiel, wenn man das sich runterladen will. Ach so, das war mein Teaser. So, seht ihr das? Die Beschreibung seht ihr auch. Ich muss jetzt super schnell sprechen. Wunderland, Club Roblox. Ich als Eltern sehe das. Ich sehe Wunderland, hey, Weihnachtsmiley, Club Roblox. Mehr steht da nicht. Aber es gibt ein Slide. Süß. Autos. Süße Familie. Noch süßer. Alien Baby. Moment. Stranger Things 4? Okay, gehen wir mal weiter. Ach, Gap. Ja, kenne ich. Okay, also worauf ich natürlich hinaus wollte, ist das hier. Das hat sich irgendwo in den Slides versteckt. Eine Serie, die jetzt auf Netflix läuft, ab 16 ist. Und falls Kinder da sind, kurz weggucken. Ja, das sind so Inhalte von Stranger Things 4. Ich will nicht, dass mein Kind heimlich an Netflix geht und guckt, was ist denn das? Oder mal YouTube anwirft. Hey, was ist denn Stranger Things 4? Und dass darum Merchandise verkauft wird, irgendwo in einem Spiel, für Kinder, die hauptsächlich 9 bis 12 sind. Nächstes Problem. Wenn ihr dachtet, das ist schon irgendwie komisch, dann wartet's ab. Okay, ich suche gerade den Namen, aber jetzt wird mir auch schon wieder der Name nicht entfallen. Okay, ich hab's hier. Also, 2015 gab es, als die Moderation noch lascher war, ein Spiel, das nannte sich Senate and People of Rome. Sollte repräsentative Demokratie sein, entpuppte sich als faschistisches Zauberland. Es gab Hierarchien, Bürger, Ausländer, Diener, Patrizier, Legionär, Kommandant, Senator. Es gab Sklaverei, Entartungsgesetze, Judensterne und natürlich Hakenkreuze. Und diese Gruppe rühmte sich mit der Zeit, dass sie 20.000 Mitglieder hatte. Möglicherweise waren es vielleicht auch nur ein paar hundert und einige sind immer weg. Aber es gab sehr viele, die das, ich sag's einfach mal so, geil fanden. Ja, die dann da waren. Natürlich wurde diese Community irgendwann, ein paar Jahre später, gelöscht. Und das ist es nämlich. Das ist nämlich auch das. Ich bin gestern U-Bahn gefahren, ich sehe die Kamera. Ja, okay, die Kamera sieht, wenn mir was zustößt. Aber hinterher. Ja, hinterher, nicht vorher.
Abgesehen davon, Stripclubs, die werden dort für 2 Stunden teilweise geöffnet. Gab es auch Verbote. Es gibt noch einen, der immer noch offen ist. Das ist angeblich Safe for Work. Ja. Ich habe einen Account erstellt als sozusagen 12-Jährige. Ich kann da nicht rein, der ist leider ab 13. Ja. Okay, also. Lösungen. Oh Gott, ich habe echt Zeit. Ich habe doch bis... 5 Minuten wollte ich Q&A. Ich habe doch bis 1. Ja, genau. Das ist noch 5 Minuten. Weil da war auf dem Schild stand 5 Minuten. Okay, gut. Dann habe ich mein Zeitgefühl doch nicht so sehr geirrt. Also, die Roblox-Lösung. Zum Shooter komme ich jetzt. Reden, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und da vor allem... diese Regel bitte beachten. Ihr habt ja auch so dieses Bild gesehen, wo ich euch versucht habe, was zu erklären mit diesem Club irgendwas. Alles ist voller Icons. Alles ist bunt, blinkt und will deine Aufmerksamkeit. Und wenn... ja, Regel. Verstehe ich etwas nicht, ist etwas faul, undurchsichtig, manipulativ. Wenn ihr als Erwachsener ein Spiel aufmacht und denkt, was zur Hölle ist das hier denn? Und auch nach 10 Minuten denkt ihr noch, ich verstehe hier nicht. Und wo zahle ich was und was ist das überhaupt? Obacht. Reden, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Mit dem Kind reden. Dem Kind sagen, hey, erklär mir doch mal, was du da machst. Die lieben das. Die lieben es, sich in die Elternrolle zu begeben und euch zu zeigen, was da überhaupt abgeht. Spieleratgeber-NRW, eine Seite, die ich empfehlen kann. Es gibt noch viele andere, aber ich wollte sie auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Der Blick in die Zukunft. Ah ja, Roblox. Okay, vielleicht wird's ja noch mal. Also ich meine, okay, läuft alles so ein bisschen shady dort, aber vielleicht hat sich der Entwickler ja was anderes überlegt. Das ist, ich habe wieder die Quartalszahlen, die aktuellen, die sind vom 10. Mai 2022. Habe ich mal so reingeguckt, weil ich interessiere mich auch ein bisschen für Wirtschaft und da ist immer spannend zu gucken, wo will das Unternehmen hin? Ja, Aktienmarkt, was sind ihre Pläne? Und ich versuche es mal so ad hoc auf Deutsch zu übersetzen. Es geht um die Kohorte 9- bis 12-Jährige in USA und sie glauben nicht, dass diese Kohorte voll durchdrungen ist. Ja, und sie wollen weiter täglich wachsen. Erinnerung, 75% aller dort haben es irgendwo installiert. Und vor allem sie mehr binden. Ja? Es soll mehr gespielt werden, mehr durchschnittlich gespielt werden. Und man möchte die Produkte soweit entwickeln, natürlich um die Aufmerksamkeit und die Häufigkeit des Spielens zu erhöhen. Bisschen weiter unten noch das. Der bescheidene Satz. Ja, also bisher, for much of our history, monetization has not been the primary goal of our innovative business model. Also bisher haben sie es noch gar nicht richtig versucht. Okay. Ja, also jetzt kommt endlich der Fokus auf die Monetarisierung. Also noch mehr vom Gleichen, ich weiß es nicht genau, das ist natürlich jetzt deren Entscheidung, wie sie es machen. Aber das ist deren Ziel, jetzt mal richtig loszulegen. Ja, das zu Roblox. Okay, Shooter. Was ist ein Shooter? Eine Freundin sagte zu mir, nein, ich will nicht, dass mein Kind Shooter spielt. Ich will nicht, ich habe im Fortnite gesehen, da hat einer dem anderen in den Rücken geschossen, als er weggelaufen ist. Und mein erster Gedanke war, okay, klingt erstmal echt eklig, das ist eigentlich nicht so gut. Aber hast du jemals Völkerball gespielt? Das ist Völkerball. Ja, die hier B und B und dann gegen den anderen. Und, ihr kennt das hoffentlich. Vielleicht auch in schlechten Erinnerungen aus der Schule. Also, naja, okay. Und da geht es darum, und das ist ein Spiel, ein kriegsentlehntes Spiel. Es geht um eine Schlacht. Es geht um 2 Völker, die sich gegenseitig vernichten und ausrotten sollen. Ja, das fühlen wir so nicht, weil was haben wir für ein Werkzeug? Wir haben einen Ball, wir haben unsere Geschicklichkeit. Ja, wir müssen da einfach agieren und schnell sein. Das gibt es auch im Turnier, aber irgendwie nur für Mädchen, das weiß ich noch nicht so genau. Und darum... sage ich, dass uns dieses Framing mit, wie wir über Shooter sprechen, es geht darum, Leute abzuschießen, niederzumachen, zu töten,
ich würde doch im Völkerbau auch nicht sagen, ich habe den jetzt abgeschossen oder ich habe den erschossen, sondern abgeschossen. Aber automatisch habe ich einen Kontext, habe ich Bilder in meinem Kopf, die nichts mit Mord und Totschlag zu tun haben. Dass uns unser verwendetes Vokabular eine vorurteilsfreie Betrachtung erschwert. Wir werden es nicht ändern können. Alles, also es wäre ja utopisch, was man sagen kann, man könnte doch mal vielleicht drüber nachdenken. Vorurteile beziehungsweise, was werfen wir Shootern vor? Gewaltverherrlichung, Desensibilisierung, Gnadenlosigkeit, Militärpropaganda. Ist auch nicht alles nicht falsch. Ja, darum geht es nicht. Das gibt es alles. Vielleicht, ja, Mannschaftssport ist das hier. Wettbewerb, Kooperation, Taktik, Zeitdruck, Geschicklichkeit, Skill, Expertenwissen. Man könnte auch Individualsport machen, dass die Übergänge sind fließend, Tischtennis und so weiter. Und beides ist sozusagen, er hat Elemente davon und davon kann man miteinander austauschen. Und da kommt es auf das Spiel an. Ja? Einige Shooter sind sehr viel mehr Sportspiel als Killerspiel. Ich nehme es jetzt Killerspiel nur um die Dramatik. Es gibt sehr viele verschiedene Shooter. Um die Dramatik, da weiß jeder sofort, was gemeint ist. Sowas. Darüber spreche ich gar nicht. Natürlich sind das Shooter, wie wir sagen würden. Info-USK ist eine Freigabe, keine Empfehlung. Ihr müsst es nicht ab 16 spielen. Davon spreche ich nicht. Militärpropaganda, Gewalt, Verherrlichung, vor allem auch Heroismus, findet sich da. Auf jeden Fall. Also bitte da mich nicht irgendwie aus dem Kontext zitieren, würde ich niemals sagen. Shooter haben in der Regel verschiedene Spielmodi. Und diese alle, die haben sich mit der Zeit entwickelt. Also erst waren so First-Person-Shooter und dann kamen so diese Gruppenerlebnisse auf. Wie Counter-Strike, ja, hatten früher in den LAN-Partys. Und diese verschiedenen Modi, die haben alle einen Zweck. Nicht auf möglichst verschiedene bestialische Art und Weise zu töten, sondern verschiedene Techniken zu nutzen, Taktiken zu nutzen. Oder der eine ist der Heiler, der eine rennt vor, der andere das, dann besteige ich die Kisten. Das sind ja diese verschiedenen Modi, ja, die in unterschiedlicher Gewichtung genau denen eines klassischen Mannschaftssports entsprechen. Der Kill. Man kann auch sagen, okay, ja gut, aber die töten. Das ist der Kill ins Platoon mit einer Massenvernichtungswaffe. Ja, ihr seht's. Splatoon ist ein Spiel, da geht es darum, Farbfelder zu füllen. Zwei Teams stehen sich gegenüber, 4-4. Und man muss blau, gelb, keine Farben. Und so sieht der Kill aus. Das ist ein Shooter. Wenn ich sage, oh ja, mein Sohn hat mit 8 Shooter gespielt. Also wirst du aus der Elterngruppe aber schneller hier rausgeschmissen. Also. Würde ich nicht machen. Aber das ist die Wahrheit. Das da. Und zwar diese Animation, was die machen blub, das sind so irgendwelche Tentakelviecher, die gehen dann in dieser Farbe unter, die tauchen dann wieder auf und spielen einfach weiter. Da, ja, was der Unterschied zum Sport ist natürlich, okay, ich sehe schon, die benutzen Waffen. Ja, da komme ich gleich zu. Völkerball mit Bazooka würden wir auch kritisch sehen, machen wir nicht. Die Kegel-Animation in Fortnite. Was passiert? Die Figur löst sich in Bits und Bytes auf. Ja, da fliegen keine Arme, da wird nicht gesplattert. Man sieht, dass es kein freudiges Ereignis ist. Sie löst sich in Bits und Bytes auf. Was passiert? Es bleibt der Loot zurück. Es ist ein, denkt an das Höcker-Beispiel. Ich habe den getroffen, derjenige muss am Spielfeldrand. Und das passiert nämlich. Die Person ist nämlich dann wirklich am Spielfeldrand und kann noch zugucken, wie die anderen spielen. Ja, das heißt, sie ist erstmal raus. Es geht um den Loot. Ich möchte mein Kind so lange wie möglich von Gewalt, Waffen, Videospielen fernhalten. Ja. Grundschullehrer hier. Wie lange geht das gut? Ja, erste Klasse, zweite Klasse? Ja, ich springe. Ja, alles gut. Ich hab zu viel geplant. Nein, dazu doch noch. Kann man die Erziehung, die Sensibilisierung und Kontextualisierung und vor allem auch den Unterschied zwischen dem, was auf dem Bildschirm passiert und dem, was ich im echten Leben mache, ja, also diesen Abstraktionsgrad, kann ich die Vermittlung dessen der Peer Group überlassen in der Grundschule? Sollte ich das wirklich tun? Oder ist das nicht vielmehr unsere Aufgabe als Eltern?
da umzugehen. Und wo möchte ich dann bitte in diesem Bereich, ich habe jetzt mal das Platoon, Fortnite, Overwatch, x-beliebiges Shooter ab 18, rausgenommen. Wo möchte ich denn, dass mein Kind zum ersten Mal damit in Berührung kommt und das lernt? Und zwar wirklich einen konstruktiven, produktiven Umgang damit. Und produktiver Umgang bedeutet nie Verbot oder Schweigen, das ist Kapitulation. Früher oder später kriegen sie es mit und sie sollten es doch eher von jemandem mitbekommen, der unsere, also der die eigenen Werte hat. Ein graduell Sportspiel, Militärshooter, ich habe ein paar Beispiele. Garden Warfare zum Beispiel, Fortnite, Stufe 12, Ratchet Clanks, Platoon würde ich ganz definitiv bei Sportspiel einordnen. Und da hinten sind die anderen. Das lese ich jetzt noch vor für die da hinten. Ja. Was könntet ihr heute aus dem Vortrag mitnehmen? Eine gute Entscheidung ist eine informierte Entscheidung. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr schon mal hier seid. Schaut euch Spiel an und fragt, ob ihr die Elemente versteht. Ein Shooter ist nicht gleich ein Shooter, ist nicht gleich ein Shooter. Roblox ist keine Alternative. Unbeaufsichtigt und vor allem keine gute Alternative. Und don't judge a game by its genre.